Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tom Clancy's The Division 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben, und wir gucken mal, was wir jetzt hier so an Start bringen werden. Eigentlich finde ich das auch cool hier. Kann man schön erstmal moin, schön erstmal abgrüßen. Wir haben ein neues Projekt verfügbar. Aber ich glaube, weil es einfach so cool war, will ich noch einmal versuchen, mit einer Truppe zusammenzukommen. Es ist jetzt morgens. Und jetzt gucken wir mal, ob wir auch morgens Leute zum Zocken finden. Und wir wollen. Spielen den Story Mode mit jemandem. Und werden da wahrscheinlich unterstützen. Und es Einladung in die geht Gruppe eines anderen morgens. Agents erhalten. Immer noch so schnell. Das ist der Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Sie betreten einen sicheren Bereich. Okay, dann entspannen wir uns mal. Lehnen uns ein bisschen zurück. Das Weiße Haus. Wieso sind wir denn jetzt genau hier? Was soll denn hier für eine Hauptmission bitte machen? So, wir warten noch auf Spieler. So, geht doch nicht ganz so schnell, wie wir dachten. Hier gibt's schon lecker Happy Happy. Mit Engines Stufe spielen werden Gegner. Ja, das weiß ich doch schon. Ja, die Frage ist, was jetzt hier genau passiert. Jetzt sind wir im Hauptquartier gelandet und nicht dort, wo wir eigentlich hätten fighten wollen. Ah ja. Haben wir wieder was? Das erledigt. Baupläne. War doch alles fertig. Schnellreise zum Theater. Machen wir das mal eben. Als es jetzt noch nicht gleich dazu kommt, dass wir in die Story einsteigen. Ansonsten machen wir einfach wieder alleine eine Hauptmission. Vielleicht rufen wir auch mal um Hilfe, falls dort Unterstützung zu kriegen. Also morgens geht es doch nicht ganz so schnell. Ich war schon erschrocken, dachte, okay, so viele kleine morgendliche Zocker hier, die da auch noch so low sind. Ich denke mal, im höheren Bereich im Endgame wird das gar kein Problem sein. Da. Yes, ready. Ja, die Blaupause haben wir auch fertig. Der hat auch gar keine Projekte mehr für uns. Immer noch irgendwas am Start. Schauen wir mal, wo. Jetzt sprechen. Okay, hier haben wir noch mal eine kleine Mission und hier auch. Guten Tag. Ich weiß jetzt nicht, was der Atzepeng hier macht. Aber wenn ich verlassen wir die Gruppe, machen die Nebenmission. Dann ist das so. Steht da innen rum. Achso, weil ich jetzt in seiner Welt war, ne? Ich wieder raus. Ah, ich habe die Sache schon erledigt, ich verstehe. Das neue Batterielager an. Oh, Freunde der Nacht. Kannst du, ich orte ein Versteck mit Shaytech. Geschlossen.
Das ist die Frage jetzt. Was machen wir in so einem Fall? Wir können irgendwie. Oder ich weiß gar nicht, wo die Hauptquest weitergehen soll. Wir können natürlich. Haupteinsatz abgeschlossen. Jetzt haben wir alles abgeschlossen. Ihr Enthusiasmus geht. Ach, hier unten müssen wir Ihr hin. scheint alles in Ordnung zu sein. Geht es? Ihr Enthusiasmus in allen Ehren, Agent Brooks. Ihr Enthusiasmus in. Command? Briggs hier beim American Da ist der History. Begrüßen Sie Haupteinsatz. Briggs. Wir haben hier ein hohes Tier der Hyänas, das interessiert. Stufe 8, okay. Command? Briggs hier beim American. Während der Krise hat die JTF im Na Keller des gut. American History Museum ein Gefängnis eingerichtet. Jetzt haben die True Sons dort das Sagen. Odessa zufolge gibt es dort einen Schatz zu heben. Transkripte und Notizen von den Verhören der Gefangenen durch die True Sons. Vor allem Hyenas. Deshalb ist Odessa so interessiert. Wenn sie die Gefangenen befreien, sind die True Sons erstmal mit dem Aufstand beschäftigt. Und sie kommen leichter an den Schatz ran. Jetzt, wie kann ich zum Beispiel, ich versuche es mal, wenn ich da bin, wie kann ich dann Unterstützung von anderen Spielern bekommen? Aber das finden wir raus. Hoffe ich. Es ist schon cool, mit mehreren zu zocken. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Dum, 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 dum. Hui! Dachte, ich helfe mal ganz kurz. Natürlich jetzt leer sein. Hab dich im Blick. Ja. Oder sagen wir nicht nein, oder? Unterstützen wir doch mal eben. Kurz den Zivilisten hier geholfen. Und ja, wir gehen weiter. Wir wollen ja die Hauptmission jetzt machen. Oh. Nicht gut gelaufen für dich. Du bist so. Die habe ich auch nur gerade gehört. Gar nicht gesehen, die Jungs. Okay, weiter geht's. Ist sie, nehmen wir mit. Dann schauen wir mal, was diese Hauptmission für uns bereithält. Schnelle Nummer draus gemacht. Und weiter geht's, Leute. Ist eigentlich auch ganz cool. Also man hat hier eigentlich immer irgendwie was zu tun. Neue Gegend und Level 10. Bam, bam, bam. Wir hätten wieder neue Technologie erlernt. Wollen wir uns später drum. Feindlicher Kontrollpunkt in der Nähe. Da haben wir gerade keine Zeit für. Machen die Hauptmission.
Sieht auf jeden Fall schon nach einem fetten Checkpoint hier aus. Ihr Ziel sind die Transkripte und Notizen aus den Gefangenenverhören der letzten Monate. Die Informationen, die wir suchen, befinden sich auf einem Militärlaptop unten im Hauptgefangenenraum. Sende Verstärkungsanforderung. Die Frage ist, ich weiß nicht, müssen wir jetzt hier warten? Bricht er den Ruf jetzt ab, wenn ich das so mache? Verstärkung wird gerufen, Ruf nach Verstärkung wurde an. Aber das geht, ich kann doch bestimmt auch sagen, ich möchte hier für diese Quest eine Gruppe suchen. Wobei, nee, da werde ich jetzt rausgenommen, ne? Das will ich ja auch nicht. Ja, keine Gruppe in dem Sinne finden. Na, mal gucken, was passiert. Es ist ja auch morgens. Freundchen. Wir haben Verluste. Versuch's an der Flanke. Okay. War schon mal ein guter Anfang. Zuerst müssen Sie die Gefangenen freilassen, damit die True Sons beschäftigt sind. Suchen Sie nach einer Art Sicherheitsterminal. Das Sicherheitsterminal sollte nicht weit sein. Schauen Sie sich um. Achtet auf die Flanken! Könnte eine Falle sein! Okay. Okay, okay, okay. Weiter, 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 weiter. Klingt gut. Schließen Sie Isaac dort an. Ich bin drin. Jetzt die Zellen öffnen. Die Zellen sind offen. Okay, weiter geht's. Glory, Glory für die schwere Kompanie. Standen schon wieder welche. Ich dachte nur, ich guck mal. Vielleicht noch guten Stuff finde. Der Hauptgefangenenraum ist unten. Kommen Sie in die Gänge. Auf dem Weg, machen wir nicht so ein Stress, Freundchen. Riskier mein Leben.
Munition. Und los geht's. Oh, geil, so eine alte Eisenbahn. Wenn Sheldon Cooper jetzt nur hier wäre. Oh, hier ist auch noch ein bisschen Stuff. Da kommt die Ratte einfach von der Seite. Oh, oh, oh. Cool. Am Mopeds hier. Muss man schon einfach so diese Umgebung auf sich einwirken lassen, ne? Sau viel Liebe und Detail steckt da drin. Ne? Ich dachte, er rennt da lang. Medic wollte gerade heilen. Okay. Nächste Gruppe ausgeschaltet. Und wieder ein blaues Item. Und ein blauer Rucksack. Den werde ich mir vielleicht mal angucken. Stufe 8, na, der ist sogar schlechter. Ich habe jetzt die Stats nicht angeguckt, aber auf den ersten Blick. So ein bisschen die Western-Ecke hier. Ah, gucken hat sich wieder gelohnt. Wieder ein bisschen Stuff gefunden. Gut. Weiter geht's, Freunde. Gefangenenraum erreichen. Ja, wo ist der? Aus in die Fresse! Oh, die ist krass gelandet. Ich dachte, er wäre schon tot. Wir müssen das Areal sichern. Der ist aber dumm gerade, der NPC hier. Aber gerade habe ich noch was blitzen sehen. Ja. Doch nicht. Okay. Na gut, das war jetzt ja nicht so schwer. Irgendwie hat sich der NPC nicht so schlau verhalten. Die True Sons kontrollieren den Hauptgefangenenraum. Die Hyenas schalten die Überwachungskameras aus. Echt clever.
Keine Problem. Das kriegen wir hin. Bei dieser Dschungelpart hier, das ist ja auch schön gemacht. Geil. Ist da draußen jemand? Ja. Ups. Hier drüben! Verstärkung unterwegs. Also ein bisschen Vietnam hier sein, ne? Geil. Wir sind mittendrin statt nur dabei. Cool, ja, auf jeden Fall Vietnam. Geil, sogar mit Sounds. Was noch, Digga? Oh, da ist noch einer. Gerade gejuckst. Okay. Sind wir doch fertig? Sammeln wir noch kurz den Loot. Dann suchen wir weiter nach den Gefangenen. Eine alte Stellungssystem, cool, ey. Schon ein bisschen geil. Übertragung aus dem Hauptgefangenenraum ist abgebrochen. Nur noch Rauschen. Oh nein, ich hoffe, sie wurden nicht exekutiert. Oh nein! Bitte nicht! Okay, müssen wir bestimmt runter. Wir schauen aber noch einmal kurz, ob es hier dicken Loot gibt. Na, auf jeden Fall Munition. Also hat sich kurz gelohnt, nochmal den Weg zu gehen. Feuer laden sollen. Ah ja. Was hier noch ist. Oh, guck mal. Oh, hat sich gelohnt. Pack es aber erstmal rein, weil ich weiß nicht, wie gut meine aktuelle Weste ist. Aber Level 10 habe ich garantiert noch nicht. Was haben wir denn da? Verringer Cooldown. Fertigkeitenstärke. Und das ist Chance auf Crit. Sturmgewehrschaden, perfekt. Schutz von Elite-Gegnern. Lebensenergie durch Kills. Das sind ja mal auf jeden Fall richtig geile Stats. Okay, na seht ihr also, es lohnt sich auch mal zu gucken. Und nicht einfach nur durchzurushen. Also das war auf jeden Fall jetzt extrem geil. Aber hier oben... Das hat sich... Fallschaden. Das hat sich gelohnt. Boah, ich bin gerade erschrocken. Bin müde. Gefangenenraum ist gleich da vorne. Sobald sie den Laptop haben, sollten sie schnell verschwinden.
Okay, hier gibt es anscheinend noch ein bisschen was zu erledigen, wenn hier so viel Munition liegt. Ich bin gespannt. Dich hole ich gleich, mein Freund. Alter, was der aushält, ne? Aber manchmal habe ich das Gefühl, man trifft, es leuchtet ja auch rot und dann wird es irgendwie nicht weniger. Ups. Ich habe im Magazin geachtet. Looten, looten, looten. Deswegen auch ein Shoot-Looter. Looter-Shoot, Baby. Verstärkung der True Suns nähert sich Ihnen. Norden oder Süden? Sowohl als auch. Mehr kommen von Süden. Mit ich will nicht sterben. Mit den Toren ist der Nordausgang sowieso näher. Ja, geil, Alter. Umgeht ihn. Oh, jetzt scheiße. Okay, 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 bleib mal locker. Munitionsverschwendung. Da muss ich snipen. Jemand benutzt mich als Zielscheibe. Oder so. Meine Granaten sind wieder voll. Ich will öfter benutzen. Das wäre jetzt natürlich auch ein geiler Spot gewesen, um da eine Granate in die reinzuhauen. Wir haben uns Zeit und Munition natürlich gespart. Oh, es wäre nicht so geil gekommen. So, also diese MGs hier sind einfach ultra, 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 ultra nice. Also. Scheiße. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Schwere Verwundung entdeckt.
mich zurückziehen! Oh, da ist ja noch einer. Der wäre tot. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Wo bist du? Kein Feindkontakt mehr. Alles sauber. Diese Daten werden für das okay. kurzfristig sehr hilfreich sein. Oh, die Folge ist schon ein bisschen länger. Für uns alle. Und sie haben dieses elende Loch erfolgreich zerschlagen. Agents, ihr scheint, sie sind bereit für eine neue Fertigkeit. Kommen Sie zur Basis und wir gehen das an. Hm. Bei Fertigkeiten bin ich immer bereit für. Auf Feuer mache ich noch die Kompetenzen kurz platt und dann gehen wir in die Basis. So, das wollte ich mir noch kurz geben, aber er hat sogar Loot verloren. Das schauen wir nochmal kurz hin und dann sind wir auch durch mit dem Part. Aber die Beute gucken wir uns noch gemeinsam an, oder? Wenn ihr schon so lange da dran wart. Zehner Handschuhe. Ja, könnte schon interessant sein. Erstmal weiß ich, dass wir eine neue Waffe gefunden haben. Eine Pumpe, Level 10. Nee, da bin ich immer noch sehr zufrieden mit dem, was ich so... Was ich so habe. Blauer 8er Rucksack. Bonusrüstung von 300. Fast wichtiger als Fähigkeitsstärke, würde ich fast sagen. Ja. Okay, Waffe haben wir, Brustpanzer, der ist neu. Lebensenergie, also eher tanky und Schaden gegen Elite-Gegner. Haben wir Chance auf einen Crit? Da bin ich noch nicht ganz sicher. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Hier weniger Rüstung. LMG-Schaden, das ist natürlich, was ich gerade benutze. Ja, das ist das schon besser. Rüstung. Lebensenergie durch Kills kriege ich ja auch, aber die blaue ist besser. Okay. Nee, hat sich nicht ganz so sehr diesmal gelohnt. Oh, eine neue Pistole. Stufe 8. Oder doch, nee, jetzt. Okay, nehmen wir natürlich mit. Also hat sich doch gelohnt. Was haben wir hier? Achso, wir können ja neue Fähigkeiten lernen. Ja, Leute, wir sind durch. Wenn es gefallen hat, Daumen nach oben. Nicht vergessen, ihr könnt gerne auf meinen Discord-Server kommen. Ihr könnt gerne in den Clan kommen. Da seht ihr den Clan. Screamies ist der Name. Ist momentan noch offen, sodass jeder reinjoinen kann. Hier seht ihr den Namen. Oh ja, einfach reinkommen. Noch bin ich alleine. Ich habe ihn gerade erst gegründet und bis das Video online ist, vielleicht habe ich dann schon den einen oder anderen, der hier mit reingeschnuppert hat. Ansonsten auf den Discord. Gerne auch in meine Livestreams auf Twitch. Mittwochs oder Sonntags streame ich immer auf jeden Fall. Und damit verabschiede ich mich ganz, ganz herzlich bei euch und hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Haut rein, meine Lieben, euer Fürs Stream. Bye, bye.